So, herzlich willkommen zu Teil Nummer 2 unserer Let's Play Serie zu Mass Effect Andromeda. Ich musste jetzt leider die Qualität noch ein bisschen runterschrauben. Nächste Woche ist dann die neue Grafikkarte da und dann sieht das auch deutlich besser aus. Also das ist echt ziemlich, ja, hungrig an Ressourcen, muss man sagen. Aber es geht uns ja auch eher um die Geschichte. Aber das ist schon heftig, dass das Spiel solch krasse Ressourcen frisst. Also das ist Wahnsinn. So, wir reden mal mit Dr. T. Parrow. Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Wie lautet die Prognose? Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen so, Sie jetzt soll ich also auf die Brücke. Und ich hoffe echt, dass meine 1080 bald da ist, weil das ist ja hier, das sieht ja... Also, ne. Sind Sie bereit? Was ist los? Aber ich will jetzt spielen. Oh! Die fliegt alles auseinander. Mal gucken wir erstmal, was da los ist. Die Fehlfunktion da hat explodiert. Hier oben. Da soll ich mal drauf schauen. Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aha. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Ich versuche, eine Diagnose laufen zu lassen. Alles klar. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir könnten die komplette Tür einfach zu verlieren. Beeilung! Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Ich versuche, den Kompensator hochzufahren. Was soll ich denn hier scannen? Beeilung, Ryder! Ah, hier. Warte nach dem Defekt. Ein vollständiger Blackout auf der gesamten Arche. Ich weiß, ich weiß! Ach nee, das ist irgendwo da anders. Jetzt komm schon! Da ist es! Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Hm. Ja, wie soll ich es denn zurücksetzen? Ah, wahrscheinlich hier, Override. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es stabilisiert sich. Es klappt. Werden Sie sich im grünen Bereich? Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeutet. Aber ich hab mir schon gedacht, dass das sehr, sehr energiefressend ist, dieses Spiel, weil ich hab mir da vorher mal ein paar Artikel durchgelesen und auf der PS4 und der Xbox gibt's das Spiel gar nicht in 1080p, sondern nur in 900p. Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Das dürfte nicht erforderlich sein. So, auf Cora warten. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Und ich werde in den nächsten Folgen noch ein bisschen mit diesen Grafikeinstellungen rumspielen, bis ich das Optimum gefunden habe, was möglich ist momentan. Und wie gesagt, in spätestens 14 Tagen sieht das Ganze nochmal deutlich besser aus. Steuerkontrolle, Bericht! Wir driften! Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff.
Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Gerade angefangen und schon Stress. Einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Ja, das hätte schwierig. Aber sie hat das Kommando, sie ist der Captain. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Ja. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Emotional oder logisch? Ich bin eigentlich so ein Emotionsmensch. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht... Wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Aha, da geht's also zu unserem ersten Auftrag. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Ja, aber man sollte ihm trotzdem eine Chance geben. Er ist besorgt, auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Oh yeah. Okay. So, dann wollen wir mal gucken. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Datenpad, was kann ich da machen? Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Statusverifizierung goldener Welten, Aufklärung und Kartografierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene. Potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Okay. Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Wo finde ich denn jetzt meinen Helm? Da drüben oder was? Was ist das hier? Da kann ich irgendwas deaktivieren. Gucken wir mal. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Erledigt. So, das ist mein Helm. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Das ist nett von dir. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Mach ich doch schon. Was haben wir denn da Schönes? Ach, ich hoffe, Pistole. Ich werde das Ding nicht brauchen. Lächerlich. Oh, hier kann ich noch ein Datenpad untersuchen. Protokoll bei Erstkontakt. Sollte ein Mitglied des Pathfinder-Teams auf intelligentes außerirdisches Leben stoßen,
muss das Erstkontaktprotokoll strengstens eingehalten werden. Die Andromeda-Initiative zählt die Grundsätze des Friedens und der Kooperation zu ihren zentralen Werten. Aggressive Handlungen gegen Außerirdische sind nur gestattet, wenn diese eindeutig feindselige Absichten an den Tag legen und wenn Mitglieder des Pathfinder-Teams sich in akuter Verletzung oder Todesgefahr befinden. Ist ja ähnlich wie bei den Afghanistan-Einsätzen der Bundeswehr. Oh, Sarah Ryder spinnt, was kann ich da machen? Durchhalten, Sarah. Alec Ryder spinnt. Sieht aus, als hätte sich Dad schon ausgerüstet. Okay. Und hier ein Wasserkühler. Was kann ich da noch? Was trinken? Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Geil. So, weiter geht's. Dr. Carlyle. Braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Es könnte gefährlich werden, oder ich auch? Ah, ich auch. Ich bin die ganze Zeit schon so emotional. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Ja, das will ich ihr aber auch geraten haben, also mal ehrlich. Wir haben gewettet, wer als Erster eine neue Welt betritt. So wollte ich nicht gewinnen. So wie ich Sarah kenne, wird sie schon bald mit dir wetten, wer auf den höchsten Berg klettert. Jetzt musst du dich aber auf die Mission konzentrieren. Verstanden. Eure Mutter wäre stolz. Auf euch beide. Ah, das ist also mein Vater. Ich verstehe. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was Sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Das werden wir. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Ich nur seit Mass Effect 3, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst. Ist auf jeden Fall ein richtig großes Schiffchen, ne? Und das ist also die zweite Fähre da drüben. Wer ist denn hier mit uns an Bord? Gravitationsanomalie. Das würde mein Marken sehr begrüßen. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Here we go. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugrichtung 3 Grad nach Steuerung.
Shuttle 2. Sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Grundstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, hier Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Oh Gott, was passiert? Wir haben ein Feuer! Ryder! Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat... Oh, shit. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sam! Ja, aber wie? Autsch! Puh, erstmal repariert, ha? Da sind wir also auf dem goldenen Planet, in Anführungszeichen. Ryder hier. Bitte komm! Hyperion! Sam! Hört mich jemand? Vergessen Sie's, Ryder! Sam ist offline! Der Comlink ist tot! Wir aber erstaunlicherweise nicht! Was ist mit den anderen? Keine Ahnung. Alles ist verschwommen. Das Shuttle ist auseinandergebrochen. Und... was für ein Albtraum. Ja, das wird nicht unsere Heimat. Ich fürchte auch. Aber... wir brauchen wohl eine erhöhte Position, um nach Überlebenden zu suchen. Gehen wir. Was uns Ryder, hier... Ryder, steht zu mir Überlebenstraining. Erwartet. Ich hab schon einiges durchgemacht. Auf diesem, in Anführungszeichen, goldenen Planet. Jetzt wird's verrückt. Das seht ihr in der nächsten Folge. Terra Incognita. Von Let's Play Mass Effect Andromeda. Diese Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? Im Abspann seht ihr jetzt nochmal... alle anderen Folgen verlinkt. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Und ein paar Infos zu unserem Kanal und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.